commence déjà au temps des Romains. De son passé, la ville a conservé de nombreux monuments. Mit diesen Bildern aus Vevey, wo dieses Jahr der Schweizer Finale des 36. Concours Eurovision de la Chanson stattfindet, mit diesen Bildern möchten wir Sie recht herzlich begrüßen. Ein kleiner Werbefilm so zum Auftakt, so zum ein bisschen Einstimmen heute Abend auf Vevey. Das Schweizer Finale findet ja im Drei-Jahres-Turnus statt und abwechslungsweise in der deutschen, in der italienischen und in der welschen Schweiz. Und jede dieser drei Regionen kann jeweils auch drei Titel in diesem Schweizer Finale stellen. So haben wir heute Abend also 9 Titel, die wir nun hören werden. Wir hoffen für Sie zu Hause, sei es etwas Unterhaltung gemischt mit Spannung, was wir Ihnen bieten können. Und wie gesagt, zum Auftakt einige Bilder eben aus Vevey, die, so glaube ich, für sich sprechen. Charlie Chaplin, Jean-Jacques Rousseau, Gogol, Dostoevsky, Victor Hugo. Bekannte Namen, die hier in Vevey auch zu Hause waren, werden hier aufgezählt von der Präsentatorin, die wir anschließend gleich im Bild sehen. Nach der Aufnahme hier, nach den schönen Aufnahmen dieser schönen Stadt, dann auch noch eine ganz schöne Frau, Lolita Morena, die heute durch den Abend führt. Vevey hat übrigens eine ganz, ganz alte Geschichte. Pfahlbauer erstellten hier die ersten Behausungen am See und später ließen sich die Römer in dieser günstig am Genfersee gelegenen Ortschaft nieder, trafen hier doch die Straßen von Aventicum und Lausanne zusammen und führten nach Martigny und von dort nach Italien. Dieses freundliche und heimelige Städtchen am Genfersee zwischen Lausanne und Montreux mit den wunderschönen Uferpromenaden einerseits, die wir gesehen haben, und den sanft ansteigenden Rebbergen andererseits. Sie sehen es an den Bildern und am Wetter. Gestern und heute haben wir hier einen wunderschönen sonnigen Tag verbringen können, beinahe etwas wie im Frühling. Und nun wechseln wir von diesen Bildern vom See direkt in den Saal, und zwar ins Casino du Rivage in Vevey. In diesem Casino du Rivage begrüßt sie, ich habe es gesagt, Lolita Morena. Sie ist Filmschauspielerin, Fernsehansagerin hier in der Westschweiz und frühere Miss Schweiz. Und sie begrüßt zu diesem 36. Concours Eurovision de la Chanson 1991 zum Schweizer Finale hier in Vevey. Sera également diffusé en direct sur la télévision suisse italienne et sur la télévision suisse allemande et commenté respectivement par Emmanuel Agagini et Beat Antonen. Au passage, je salue mes deux collègues et je leur souhaite que tout se déroule bien. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich hier in Vevey willkommen heißen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit uns. Signore e signori, buonasera. Vi auguro il benvenuto qui a Vevey e spero che trascorrerete con noi una serata piacevole. Buonasera, ben snüt, duat in Sembel, Blair Divertiment. Ja, mit einem Riesentempo und recht sprachgewandt hat sich Lolita Morena hier in Szene gesetzt zum Auftakt dieses Concours. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Lied. Sie wird jetzt den ersten von 9 Beiträgen ansagen. Es sind immer Dreierpakete, es kommt also immer ein Lied aus der italienischen, aus der deutschen und aus der welschen Schweiz. L'une de ses chansons s'envolera pour Rome, la ville éternelle, où elle représentera la Suisse lors de la finale internationale qui aura lieu le 4. Und es geht, das sagt sie jetzt natürlich, um den Sieg, der dann die Schweiz am 4. Mai in Rom vertreten wird, weil letztes Jahr Italien diesen Wettbewerb ja gewonnen hat mit Toto Cotugno und seinem Insieme. Es geht also um die Fahrkarte nach Rom für den 4. Mai und wir beginnen nun mit einem ersten Chanson, und zwar mit dem Lied La Nave Va von Marco Zappa, Daria Zappa und Mattia Zappa. Also die Familie Zappa hier gemeinsam. Das Lied wurde geschrieben, komponiert und getextet von Marco Zappa selbst. Marco Zappa ist ein ziemlich bekannter Star in der italienischen Schweiz. Er hat übrigens auch das Auftaktkonzert zur 700-Jahr-Feier in Bellinzona. Da war er der Mittelpunkt und mit ihm dabei heute auch seine erst 14-jährige Tochter Daria, wir haben sie eben gesehen, und sein 17-jähriger Sohn Mattia. Das Lied
La Nave war, das Schiff ist unterwegs, auf hoher See, Leute mit Schlafsack, Leute mit dickem Fell, Leute mit dem Schlüssel in der Hand. Genaueres weiß man nicht, so heißt es in diesem Lied, genaueres weiß man vermutlich auch nicht, wenn man es noch nicht kennt, vielleicht auch nicht, wenn man es gehört hat. Hören wir einmal zu, ein bisschen eine Philosophie über ein Schiff, das unterwegs ist. La Nave va mit der Familie Zappa. Marco Zappa, er versucht immer wieder etwas Außergewöhnliches in der Unterhaltungsmusik. Das erste Lied war das also, das wir heute Abend hörten und sahen natürlich. Es kam aus dem Tessin, La Nave va, mit Marco Daria und Mattia Zappa. Das zweite Lied kommt nun aus der Deutschschweiz. Segel im Wind ist der Titel, es wird gesungen von Christine Nachbauer. Und Philipp Martin Christen ist der Mann, der das Lied komponiert und getextet hat. Christine Nachbauer ist eine Leadsängerin bei der österreichischen Popgruppe Déjà Vu und hat mit dieser Popgruppe auch schon sehr gute Erfolge in den Top 10 von Ö3 erreicht. Der Komponist und Texter Philipp Martin Christen hat das Lied also auf den Titel gebracht, Segel im Wind, auf den Spuren eines Lichts am Horizont, Spiel mit der Zeit, die nur mir gehört. Segel im Wind, gesungen von Christine Nachbauer, Komponist und Autor, also Philipp Martin Christen. Die Sängerin kommt aus Österreich, er ist Schweizer. Es ist ja immer eine Vorschrift, dass Texter und Autor aus der Schweiz kommen müssen. Lied Nummer 2 aus der Deutschschweiz, also Segel im Wind.
Viel Applaus auch für dieses zweite Lied vom Publikum. Der Saal hier im Casino in Vevey ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Das war also das Lied Segel im Wind von Christine Nachbauer, geschrieben von Philipp Martin Christen. Und nun kommen wir zum ersten Beitrag in französischer Sprache, und zwar zum Lied Laissez-le vivre, lasst ihn leben. Claude Land ist der Mann, der dieses Lied singen wird. Er hat es auch selbst geschrieben, selbst komponiert. Claude Land, also ein Lied, so typisches man im Eurovisionsjargon immer wieder antrifft, der ein Lied nun selbst für sich gemacht hat. Claude Land hat Klavier und Orgel studiert, und zwar am Konservatorium in Genf. Er hat auch andere Lieder für heute Abend noch geschrieben, unter anderem auch das zweite französische, das wir dann hören, und auch die Lieder für Carol Risch schon oft getextet und komponiert. Laissez-le vivre, hier geht es um einen älteren Menschen, lasst ihn leben, jeden Augenblick genießen. Vergesst seine Geschichte, lasst ihm Zeit. Ein recht sinnvoller Text, lasst ihn leben, laissez-le vivre von Claude Land. Laissez-le vivre, Claude Land. Und damit hätten wir eigentlich die erste Runde vorbei. Sie haben jetzt ein französisches, ein deutsches und ein italienisches Lied gehört. Und auf geht's in die zweite Runde. Hier beginnt es mit einem deutsch gesprochenen Lied, und zwar mit dem Titel Ruelos. Interpreten die Gruppe RCO. Komponist ist Willy Rüegsegger, und der Text kommt von Heinz Neuenschwander und auch von Willy Rüegsegger. Das Lied Ruelos ist sicher ein besonderer Farbtupfer im heutigen Programm, weil
Dialekt. Und das Ganze kommt eigentlich aus zwei Gruppen, nämlich aus der Gruppe Rutishauser und Co. Das ist eine Boogie-Woogie- und Rock'n'Roll-Band, die heute Abend zusammenspannt mit der Gruppe Suma Glasi, einfach für dieses Unternehmen Eurovision. Und da sind nun dabei Willi Rüegsegger, Tommy Fritschi, Fritz Scher, Toni Fotsch, Roman Klavadetscher und Heinz Neuenschwander. Und es geht in diesem Lied um einen etwas ruhelosen Typ: kontaktieren, konsumieren, animieren, imponieren, avisieren, offerieren, absolvieren. Es geht admieren. Doch am 13:30 muss er heim allein. Ein typisch schweizerisches Lied, also natürlich jetzt vom Dialekt her, ruhelos, die Gruppe RCO. RCO mit dem Titel Ruhelos, das war der zweite Titel aus der Deutschschweiz und der vierte Titel insgesamt und der fünfte Titel, der folgt jetzt, und zwar das Lied Come finira, wie wird es enden, mit Daniela Simons, Komponist Attila Seriftu, Text Nella Martinetti. Daniela Simons ist vielen noch bekannt von anderen Goncourt Eurovision Austragungen her. Sie hat eine Ausbildung als klassische Pianistin hinter sich. Sie hat 1985 mit Repar a Zero erstmals ganz, ganz vorne hier am Goncourt mitmachen können. Dann 1986 vertrat sie mit Pas pour moi die Schweiz am Goncourt Eurovision de la Chanson in Bergen und erreichte
erreichte ja den zweiten Platz, also auf internationaler Ebene. Der Komponist Attila Sereftouk schrieb das Lied Pas pour moi, damals nach einem Text von Nella Martinetti. 1988 komponierte er wiederum nach einem Text von Nella Martinetti Ne partez pas sans moi. Und mit diesem Lied gewann ja dann Céline Dion in Dublin den Eurovisionswettbewerb für die Schweiz. Und nun also 1991 wieder für Daniela Simons. Man nehme das Erfolgspaar Sereftouk Martinetti und vielleicht, vielleicht klappt's. Mal sehen mit diesem neuen Titel. Come finira? Wie wird es enden? Daniela Simons für einmal jetzt für die italienische Schweiz im Einsatz. Come finirà? Wie wird es enden? In etwa 50 Minuten werden wir es wissen. Mindestens auch, wie es für Daniela Simons enden wird. Und damit zum sechsten Titel, und zwar zu einem Lied, Home, Swiss Home. Und die Gruppe, die nennt sich gleich wie der Titel des Liedes, Swiss Home. Komponisten und Autoren sind Pierre Collet, Joël Grandson und Claude Lande. Und zur Swiss Home Gruppe gibt es eigentlich Folgendes zu sagen. Wir sehen hier die Einzelnen jetzt in der Stadt von Vevey. Am 24. Februar 1990, also vor einem Jahr, erreichten Interpreten und Chor von Dites à vos enfants den zweiten Platz an der Schweizer Ausscheidung des Concours Eurovision de la Chanson. Und sie wollten es nicht dabei bewenden lassen und so ist dann diese Gruppe entstanden, Swiss Home. Der Titel des Liedes, ein Heimwehlied an die Schweiz, es gibt so feinen Sand, der dir ganz zarte Haut macht. Aber es ist immer das
gleiche Lied. Ich habe Heimweh nach den Tannen. Ich habe Heimweh nach den Alpen. Home, Swiss Home, Home, Swiss Home. Und auch ein Alphorn wird nicht fehlen in dieser Präsentation. Home, Swiss Home, der Titel und Swiss Home, die Gruppe. Gesungen von Swiss Home. Und das wäre dann die zweite Runde gewesen. Jetzt haben wir wieder drei Titel gehört aus allen drei Sprachregionen. Und wir läuten hiermit die dritte Runde ein. Und zwar wieder mit einem italienisch gesungenen Lied, Canzone per te, ein Lied für dich. Die Interpretin Sandra Simon, der Komponist und Texter Renato Mascetti. Sandra Simon ist die Tochter eines Zürchers und einer Spanierin. Sie ist 21-jährig. Sie nahm 1989 als Choristin beim Concours teil und letztes Jahr erstes Mal dann solo, und zwar beim Concours in Lugano. Der Texter und Komponist Renato Mascetti ist ein alter Fuchs hier beim Concours. Er begleitet übrigens die junge Sandra mit der Gitarre. Er nimmt seit Jahren regelmäßig am Concours Eurovision teil. Von Beruf ist er Psychiater und seine Nebenbeschäftigung, wie gesagt, sind die italienischen Schlager. Er hat auch eine eigene LP gemacht, L'Isola. Heute aber, wie gesagt, ist er auf der Bühne nur als Begleiter. Canzone per te, ein Lied für dich. Heute Abend möchte ich träumen, doch dann steigt ein Lied in mir auf. Es gibt ein Lied, das dir von mir erzählt. Lied Nummer 7, Sandra Simon, Canzone per te. Fermo.
Sandra Simon, also mindestens von der sprachlichen Abwechslung her, wirkt dieser Schweizer Concours natürlich sehr, sehr international. Und Sandra Simon hat mich ganz ein wenig an die Giliola Cinquetti erinnert, die ja 1964 mit Nono Letta gewonnen hat. Natürlich im Vergleich zu damals, optisch und ein bisschen auch in der Art des Singens. Canzone per te war das also mit Sandra Simon und mit dem Komponisten Renato Mascetti. Und nun weist Lolita den Weg zum nächsten Lied. Es ist der achte Beitrag heute Abend und er wird vorgetragen von Chris Lorenz. Er hat das Lied selbst geschrieben, getextet, komponiert und er wird es auch selbst heute Abend vortragen. Ein ganzes Leben lang ist der Titel. Chris Lorenz ist in Horgen im Kanton Zürich geboren. Er hat übrigens 1989 schon einmal beim Concours mitgemacht und ist Zweiter geworden in der Schweizer Ausscheidung, damals mit dem Lied Mutter Erde und damals in der Schweizer Ausscheidung in Zug. Nun probiert er es also wieder, zwei Jahre später, 1991, mit dem Lied Ein ganzes Leben lang. Ich will nicht die Chance vergeben, denn mit dir alles erleben ist nur Glück. Ein ganzes Leben lang sing ich nur für dich. Chris Lorenz. Schatten, denn was wir im Leben hatten, war nur Glück. Es ist nur Glück, weil ich mit dir erst fühle. Es ist nur Glück, weil ich mit dir erst fühle. Ein ganzes Leben lang sing ich nur für dich. Sing ich nur für dich. Thank you.
will nicht die Chance vergeben, denn mit dir alles erleben ist nur Glück. Es ist nur Glück, weil ich dir erst fühle. Es ist nur Glück, weil ich dir erst fühle. Ein ganzes Leben lang sing ich nur für dich. Sing ich nur für dich. Tausend Liebe sind nicht genug für dich. Ein ganzes Leben lang warte ich nur auf dich. Warte ich nur auf dich. Denn alles, was es gibt, bist du für mich. Ein ganzes Leben lang sing ich nur für dich. Sing ich nur für dich. Ein ganzes Leben lang und viel Applaus für Chris Lorenz. Das war das dritte Lied aus der Deutschschweiz und zugleich das achte, das wir insgesamt bisher heute Abend hier aus Vevey, aus dem Casino du Rivage gehört haben. Wir kommen nun zum neunten und letzten Lied. Neun Titel werden wir heute Abend hören und das ist nun bereits der neunte. Neun haben also die große Hürde sprachregionaler Vorausscheidungen hinter sich gebracht. Denn insgesamt sind für diesen Wettbewerb allein in unserem Land 143 Lieder eingereicht worden. Das neunte kommt nun aus der Westschweiz. Carole Risch ist die Interpretin, Dom Torsch der Komponist und Autor. Der Titel Donne la main, die Hand geben. Carole Risch ist im Kanton Freiburg zu Hause. Sie hat 1984 ihre erste Schallplatte aufgenommen mit Tokyo Boy und hat dann beim Concours einmal ganz gut abgeschnitten, 1987, nämlich mit Moitié Moitié hat sie die Schweizer Ausscheidung gewonnen und hat dann unser Land auch in Brüssel beim europäischen Final vertreten. Carole Risch singt also das Lied Donne la main. Dom Torsch hat den Text dazu geschrieben. Obwohl dir das Leben nicht das gebracht hat, was du von ihm erwartet hast, obwohl dir diese Welt grausam erscheint, gib nicht auf zu hoffen, dass sich eines Tages alles ändern wird. Die Hand geben. Donne la main, Carole Risch. Même si la vie t'a pardonné tout ce que tu attendais d'elle, même si ce monde te paraît cruel, continue oui d'espérer qu'un jour tout va changer. Tu sais, même si ton cœur s'est refermé, de toi, une envie bizarre te saisit parfois. Continue, oui, d'espérer qu'un jour tout va changer. Tu sais. Ne choisis pas son destin. Son
Beinahe vor einheimischem Publikum, Carol Risch, Donne la main, der dritte Beitrag aus der Westschweiz und der neunte und letzte insgesamt. Neun Titel haben wir nun also gehört, wir werden jetzt alle dann noch einmal hören, einfach musikalisch, also ohne Gesang. Ich habe Ihnen gesagt, 143 Lieder sind eingereicht worden und die Schweizer haben ja dann international nie schlecht abgeschnitten. Ich habe nachgeschaut, seit 1956 war die Schweiz 12-mal in den ersten 4 Plätzen klassiert und 2-mal hat die Schweiz sogar gewonnen, mit Lisassia 1956, mit Refrain und mit Céline Dion, mit Ne Par de Passant, moi, 1988. Nun alle Lieder noch einmal. La Nave Va, Marco Daria e Mattia Zappa. Das war das erste Lied, das wir heute Abend gehört haben. Zu den Bildern, die Edmond Liechti zusammengestellt hat. Der zweite Titel, Segel im Wind, Christine Nachbauer. Lied Nummer 3 für die Westschweiz, Laissez-le vivre. Claude Land. Der vierte Titel, das war das Dialektlied Ruelus von der Gruppe RCO. Der fünfte Titel, Come finira, Daniela Simons. Lied Nummer 6. Home, Swiss Home, gesungen und gespielt von Swiss Home. Lied Nummer 7 aus der italienischen Schweiz. Canzone per te, Sandra Simon. Das achte Lied, ein ganzes Leben von Chris Lorenz. Und der neunte und letzte Beitrag, Donne la main, Carol Risch. Thank you.
Ja, nun haben also die neuen Sängerinnen und Sänger den schwierigsten Teil des heutigen Abends hinter sich. Nun kommt die Arbeit der einzelnen Jurys. Es sind 5 Jurys, die sich heute Abend hier beteiligen. Es sind 3 regionale Jurys aus Fernsehzuschauern aus den 3 Regionen und dazu kommt dann eine Presse und auch eine Expertenjury. Währenddem sich die Jurys nun zurückziehen und ihre Bewertungen zusammenstellen, gibt es hier ein Zwischenprogramm, ein Rahmenprogramm und dieses beginnt mit dem Schweizer Finalsieger vom letzten Jahr von 1990. Musik klingt in die Welt hinaus, das war sein Titel, Egon Egemann, heute Abend allerdings ohne Gesang, nur mit seiner also geliebten Geige. Egon Egemann, der also letztes Jahr diese Schweizer Ausscheidung gewonnen hat. We'll be right back.
Ja, und von Egon Egemann machen wir nun im Showprogramm einen Schritt zur Schweiz hinaus, in die große, weite Welt. Das Westschweizer Fernsehen hat einen Stargast eingeladen für die nächsten 15 Minuten, und zwar sicher einen der bekanntesten französischen Jazzmusiker aller Zeiten, Claude Luther. Claude Luther hat zusammen mit Sidney Bechet schon gespielt, hat zusammen mit Louis Armstrong gespielt. Er gilt als ganz, ganz große Figur in der Jazzmusik. Und er wird uns nun ein bisschen in die Szene von New Orleans versetzen. Übrigens zusammen auch mit dem Schweizer Jacques Millet und einem ganzen Quintett. Viel Vergnügen mit Claude Luther. Thank you.
Claude Luther, die französische Jazzlegende, zusammen mit seinem Quintett heute Abend also Gäste hier im Casino du Rivage in Vevey. Und nach dieser musikalischen Einlage kommt es nun zu dem Gerangel um den Spitzenplatz, um den Sieg natürlich beim diesjährigen Schweizer Finale zum 36. Concours Eurovision de la Chanson. Nun steigt die Spannung also und Lolita Morena, die sympathische Präsentatorin, wird nun mit den einzelnen Jurys in Verbindung stehen. Die Kameras nun noch mit einem Blick hinten am Saal, hinten an der Bühne. Die einzelnen Interpretinnen und Interpreten mit ihren Textern und Komponisten warten auf die Resultate. Wir werden nun in wenigen Augenblicken also wissen, wer Sieger wird beim diesjährigen Schweizer Finale zum Concours Eurovision. Es gibt jeweils 10 Punkte für den besten Titel, also pro Jury natürlich, dann 8 Punkte für den zweitbesten, 7, 6, 5 und so weiter bis zu einem Punkt. Das ist dann das Minimum, das man verteilen kann. Im Maximum total bei 5 Jurys könnte man also 50 Punkte machen. Zuerst werden nun die 3 Publikumsjurys gerufen aus der deutschen, aus der italienischen und aus der welschen Schweiz. Bonsoir, guten Abend. Hier sind die Resultate der Publikumsjury der deutschen und der rätoromanischen Schweiz. Lied Nummer 3, einen Punkt. Chanson numéro 3, un point. Lied Nummer 2, 2 Punkte. Chanson numéro 2, 2 points. Lied Nummer 6, 3 Punkte. Chanson numéro 6, 3 points. Lied Nummer 1, 4 Punkte. Chanson numéro 1, 4 points. Lied Nummer 9, 5 Punkte. Chanson numéro 9, 5 points. Lied Nummer 4, 6 Punkte. Chanson numéro 4, 6 points. Lied Nummer 8, 7 Punkte. Chanson numéro 8, 7 points. Lied Nummer 5, 8 Punkte. Chanson numéro 5, 8 points. Und Lied Nummer 7, 10 Punkte. Et je n'ai pas entendu le numéro de la chanson. Lied Nummer? Lied Nummer 7, 10 Punkte. Chanson numéro 7, 10 Punkte. Also, das sind 2 Lieder aus der italienischen Schweiz, die jetzt an der Spitze liegen. Ein bisschen hat man damit gerechnet, dass beide weit vorn sein könnten. Das ist Sandra Simon, die jetzt führt mit 10 Punkten, mit ihrem Lied Canzone per te. An zweiter Stelle Daniela Simons mit Come finirà. Und nun die italienische Schweiz, das Publikum. Allora, i voti della giuria della Svizzera italiana. Canzone numero 6, un punto. Chanson numero 6, un point. Canzone numero 2, 2 punti. Chanson numero 2, 2 points. Canzone numero 3, 3 punti. Chanson numero 3, 3 points. Canzone numero 4, 4 punti. Chanson numero 4, 4 points. Canzone numero 9, 5 punti. Chanson numero 9, 5 points. Canzone numero 8, 6 punti. Chanson numero 8, 6 points. Canzone numero 1, 7 punti. Chanson numero 1, 7 points. Canzone numero 5, 8 punti. Chanson numero 5, 8 points. Canzone numero 7, 10 punti. E chanson numero 7, 10 points. Genau das gleiche Ergebnis bei den Rängen 1 und 2 von der italienischen Publikumsjury. Allerdings mit dem Zusatz, dass die Tessiner sogar noch das dritte Lied aus der italienischen Schweiz auch noch auf Platz 3 gesetzt haben. Also lauter Punkte vor allem für sich selbst. Nun führt also Sandra Simon mit 20 Punkten vor Daniela Simons mit 16 Punkten. Und nun wird es langsam ernst. Jetzt kommt das Publikum der Westschweiz. Chanson numéro 3, 1 point. Chanson numéro 3, 1 point. Chanson numéro 1, 2 points. Chanson numéro 1, 2 points. Chanson numéro 6, 3 points. Chanson numéro 6, 3 points. Chanson numéro 2, 4 points. Chanson numéro 2, 4 points. Chanson numéro 4, 5 points. Chanson numéro 4, 5 points. Chanson numéro 9, 6 points. Chanson numéro 9, 6 points. Chanson numéro 8, 7 points. Chanson numéro 8, 7 points. Chanson numéro 5, 8 points. Chanson numéro 5, 8 points. Et chanson numéro 7, 10 points. Chanson numéro 7, 10 points. Also ich kann Ihnen sagen, ich kommentiere nun diesen Concours in der Schweiz schon einige Jahre, aber so eine klare Einheit beim Publikum hat man noch nie angetroffen. 3x10 Punkte für Sandra Simon und ebenso klar 3x8 Punkte
Punkte für Daniela Simons, für die ganz große Favoritin. Nun also 6 Punkte Vorsprung für Sandra Simon und nun kommt die Pressejury. Vous êtes charmant avec cet accent. Super. Je vous écoute. Chanson numéro 1, 1 point. Chanson numéro 1, 1 point. Chanson numéro 4, 2 points. Chanson numéro 4, 2 points. Chanson numéro 2, 3 points. Chanson numéro 2, 3 points. Chanson numéro 6, 4 points. Chanson numéro 6, 4 points. Chanson numéro 3, 5 points. Chanson numéro 3, 5 points. Chanson numéro 9, 6 points. Chanson numéro 9, 6 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 8, 8 points. Chanson numéro 8, 8 points. Et chanson numéro 7, 10 points. Eh bien, chanson numéro 7, 10 points. Ja, nun kann ich Ihnen sagen, das ist die Vorentscheidung natürlich. Es kommt nur noch die Expertenjury, aber 40 Punkte für Sandra und 31 für Daniela Simons, also das müsste jetzt ganz, ganz komisch gehen. Das müsste nur einen Punkt für Sandra geben und 10 für Daniela, dann wären sie eben auf. Aber vermutlich ist die Entscheidung gefallen zugunsten von Sandra Simon. Nun die Expertenjury. Chanson numéro 3, 1 point. Chanson numéro 3, 1 point. Chanson numéro 2, 2 points. Chanson numéro 2, 2 points. Chanson numéro 4, 3 points. Chanson numéro 4, 3 points. Chanson numéro 6, 4 points. Chanson numéro 6, 4 points. Chanson numéro 9, 5 points. Chanson numéro 9, 5 points. Chanson numéro 8, 6 points. Chanson numéro 8, 6 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 1, 8 points. Chanson numéro 1, 8 points. Ah. Et logiquement, chanson numéro 7, 10 points. Alors, si je vous ai bien entendu, chanson numéro 7, 10 points. Die Entscheidung ist gefallen. Sie sehen hier den Komponisten und die Sängerin Renato Mascetti zusammen mit Sandra Simon hinten bei der Bühne. Und nun werden sie nach vorne kommen, noch einmal auf die Bühne, um das Lied zu singen. Canzone per te. 50 Punkte, ein klarer Sieg. Also für Sandra Simon an zweiter Stelle, dann Daniela Simons mit Come Finira und an dritter Stelle ein Deutschschweizer Lied, ein ganzes Leben lang von Chris Lorenz, der sein Lied ja selbst getextet, komponiert und auch gesungen hat. Ganz vorne aber Canzone per te und Come Finira. Das ist ja schön, wenn zwei italienische Lieder vorn sind, weil der internationale Final findet ja am 4. Mai in Rom statt und dann hat sicher ein italienisches Lied auch gute Chancen, dort vom einheimischen Publikum akzeptiert und sogar eben gern gemocht zu werden. Nun noch einmal der Siegertitel von heute Abend, Sandra Simon. Poi nella mente ritorna l'allegria. Se c'è una canzone mia, lei mi riporta a scoprire dentro me. Nei miei sorrisi la tua complicità. Alla mia tristezza che c'è quando te ne vai, portami via con te, non mi lasciare mai, non voglio perderti, dimmi forte perché c'è una canzone che dentro un bar con le mie
notte un sogno dentro me. No, no, non serve fermare la realtà. Dai, chiudi gli occhi e vai. Portami via con te, non mi lasciare. Canzone per te mit Sandra Simon. Sie wird 22-jährig, sie hat einen Zürcher Vater und eine Mutter. Die Spanierin ist sie, ist sprachlich sehr gut. Sie hat fünf Sprachen, die sie praktisch in Wort und Schrift beherrscht. Und jetzt auf Italienisch eben dieses Lied heute Abend. Das hat sie wirklich auch beherrscht. Freude bei ihr, Freude bei Lolita, die hier Blumen erhält. Freude natürlich auch beim Komponisten und Texter, bei Renato Mascetti. Ich kann Ihnen sagen, noch vor diesem heutigen Abend hat man immer wieder zu ihm gesagt, er soll noch seine Lieder selbst singen, wie früher. Der Psychiater aus Lugano hat sich heute auf die Begleitung mit der Gitarre nun beschränkt. Aber er hat zu mir gesagt vor der Sendung, ich glaube, wir sehen uns in Rom. Und er rechnete damit, ganz vorne dabei zu sein. Renato Mascetti hat das Lied nun also komponiert und getextet. Er hat nun nach 7-mal Teilnahme beim Schweizer Konkurs Eurovision endlich den Sieg errungen, zusammen mit dem Nachwuchstalent, mit Sandra Simon. Ja, nun bietet Lolita alle anderen auch auf die Bühne zu einem Schlussbild, zu einem Familienfoto, wie sie sagt. Ich glaube, es ist sicher ein guter Titel, vor allem auch wegen der italienischen Sprache, aber auch von der musikalischen Sensibilität her, wie Mascetti immer seine Lieder geschrieben hat. Das passt irgendwie auch zu diesem internationalen Konkurs dann in Rom. Das war also wieder einmal der Treffpunkt, so einmal pro Jahr für die Schweizer Schlagerkomponisten, Texter und Interpreten. Für diese sicher auch ein gesellschaftliches Ereignis der leichten Unterhaltungsmusik. Und dieses gesellschaftliche Ereignis geht jeweils am Abend noch etwas weiter. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Abend für Sie zu Hause ein wenig spannend und vor allem musikalisch unterhaltend war. Aus Vevey wünsche ich Ihnen noch einen recht guten Abend und vielleicht auf Wiedersehen und auf Wiederhören in 2,5 Monaten am 4. Mai beim Finale des internationalen Concours Eurovision aus Rom mit dieser jungen Frau als Vertreterin für die Schweiz, mit Sandra Simon. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Thank you.
ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, לפנינו טקס הענקת פרסי תפוח הזהב מטעם רשות השידור. הטקס הזה נערך זו הפעם השנייה, והפרסים מוענקים ליוצרים ולאומנים, בהמשך הערב גם לשדרים, כולם מצטיינים בתחומם. לא כל התחומים נכללים בתחרות בכל שנה, יש גם מגבלה של תאריכים. הפעם התוכניות והיצירות המשתתפות בתחרות